wieder mit dabei seid. Nein, ich habe heute Nacht nicht im Toaster geschlafen. Wir kommen vom Sommerurlaub und deshalb bin ich so braun. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte meine Foundation 3 Nuancen zu dunkel gekauft. Und ja, ich habe mich nicht geschminkt, ich habe kein Puder drauf, nur ein bisschen Blush. Also wundert euch bitte nicht. Ich habe natürlich meine Augen geschminkt. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Nur erstmal so viel dazu, eine kleine Warnung. Wir waren in Tropea und es war wunderschön. Viele von euch haben mir auf Snapchat geschrieben, haben sich bedankt, dass ich sie mitgenommen habe. Ich habe relativ viel gesnappt und ja, es war natürlich so, dass ihr dann mit dabei wart und ich fand das Feedback echt richtig toll. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken für die vielen, vielen Snaps, die ihr mir geschickt habt und private Nachrichten, ob es uns denn gut geht. Ich muss sagen, ja, diese ganze Naturkatastrophe, die hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich war sehr traurig, ich habe viel geweint und es war einfach ganz, ganz schlimm zu sehen, wie viel Leid entstanden ist. Viele haben mich auch gefragt, ob ich dazu ein Video machen könnte, wie es denn uns so dabei ging, was wir miterlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, vielleicht in ein paar Tagen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt. Jedenfalls war es so, dass es genau an unserem Hochzeitstag passiert ist und ich natürlich darauf verzichtet habe zu feiern, weil es mir einfach wirklich sehr schlecht ging. Aber wie gesagt, ich möchte es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt traurig seid. Ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken, dass ihr euch ja, Sorgen gemacht habt und gefragt habt, wie es uns denn geht. Heute wird es einen Haul geben und zwar habe ich vor dem Urlaub bei Amazon geshoppt und bei Tausendkind. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mit dran bleibt. Und mein Schatz Sandy vom Kanal Sandylicious hat heute auch einen Amazon Haul für euch. Da schaue ich dann auch gleich nach. Sie hat mich bestimmt mit einigen Sachen dann gleich angesteckt, wenn ich das Video schaue, da bin ich mir sicher. Jetzt starten wir aber erstmal durch mit meinem Video und ich würde sagen, los geht's! So, ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner Amazon-Bestellung an und zwar mit Beauty. Vor kurzem gab es ja den Prime Day und ich habe mir eigentlich gedacht, naja komm, du brauchst eigentlich nichts, aber in der Gruppe wurde fleißig geschrieben, dass der Real Techniques Sponge reduziert wurde, eben an dem Tag, auf 5 Euro. Man durfte allerdings nur einen pro Person bestellen und ich habe mir gedacht, ja, okay, nachdem deiner schon so aussieht, also wirklich überhaupt nicht mehr schön und ich mich ja auch so geärgert hatte, dass er nach kurzer Zeit kaputt gegangen ist, darüber habe ich euch auch berichtet, habe ich mir gedacht, okay, für 5 Euro kannst du dir nochmal einen bestellen, weil im Prinzip war ich ja schon zufrieden. Der sieht jetzt echt total abgehudelt aus, ne? Also sorry dafür, ich habe das jetzt nur mal aufgehoben fürs Video. Eigentlich auch nur dafür, dass ihr den Unterschied mal seht. So sieht er nämlich in einem trockenen Zustand aus und so eben angefeuchtet. Ich habe den sauber machen wollen fürs Video, es ist mir nicht wirklich gelungen, aber nur damit ihr mal den Unterschied seht. Ja, ich habe mich jetzt total gefreut, dass ich ihn eben für 5 Euro ergattert habe. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Investition. Ihr seht den Unterschied, ob ihr das jetzt mit der Hand auftragt, die Foundation, oder eben mit einem Sponge und besonders mit diesem hier. Denn ich habe auch diesen hier von Evelyn extra mal aufgehoben fürs Video. Der wandert jetzt direkt in die Tonne, weil er wirklich Schrott ist. Also der ist total hart, selbst wenn er angefeuchtet ist. Also der Auftrag ist überhaupt nicht schön. Er kostet zwar, ich glaube, 3 oder 4 Euro, aber investiert lieber ein bisschen mehr und dann habt ihr auch mehr davon und auch vor allen Dingen mehr Freude. Es sieht einfach besser aus und ja, dieses Ding wandert in die Tonne, genauso wie dieser hier. Damit bin ich nämlich auch überhaupt nicht zufrieden und zwar ist er von Nika K. Ja, der ist auch total hart. Die Form ist zwar anders, aber wie gesagt, also ich kann damit nichts anfangen. Ich freue mich einfach, dass ich diesen hier habe. Hier mit der Spitze kommt er auch super, hier zum Beispiel in diese Partie rein. Und ja, ich bin total verliebt und froh, dass ich ihn für wenig Geld ergattern konnte. Ich konnte es natürlich nicht lassen an dem Tag, habe dann noch ein paar Sachen mehr bestellt. Ist ja klar, man ist gerade bei Amazon und auf der Seite. Und ja, sonst könnte ich ja auch nicht diesen Haul machen, sagen wir es mal so. Ich habe mir dann von Sleek diese Highlighting-Palette bestellt. War total glücklich, als sie angekommen ist, denn sie ist total edel, eigentlich. Aber meine leider nicht, denn sie kam kaputt an. Ich habe sie jetzt auch noch überhaupt nicht verwendet. Ich habe sie jetzt fürs Video auch überhaupt nicht mehr rausgetan, weil ich den Verkäufer angeschrieben habe.
aber der sich noch nicht gemeldet hat. Ja, und so sah meine Palette aus, als sie angekommen ist. Super, ne? Ich war total traurig, weil ich mich so, so doll drauf gefreut habe. Zum einen sieht sie super edel aus und ich habe schon viel darüber gelesen und auch gesehen. Sie war reduziert, ja, und dann kommt sie kaputt an. So, jetzt sehe ich ein bisschen eingesaut aus, aber es ist nicht schlimm. Ist ja nur Highlighter, ne? So, also so viel dazu. Dann habe ich einen Big Fail gestartet und zwar wollte ich unbedingt False Lashes und zwar von Red Cherry, die 43. Die wurde nämlich auch total gehypt, ganz, ganz viel, gerade von meinen Mädels. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt bist du gerade bei Amazon, jetzt bestellst du dir welche. Ich habe leider sag und schreibe 9,65 € dafür bezahlt, was ein totaler Quatsch ist, weil die viel, viel günstiger sind oder sie auch günstiger gibt. Ich wusste das aber nicht. Hab die bestellt und ja, dann habe ich mich natürlich total geärgert. Also schaut da lieber mal nach einem Angebot und macht nicht den Fehler wie ich. Ich hatte mir die hier eigentlich für Nizza bestellt, allerdings fand ich sie dann doch ziemlich, ja, auffällig für jemanden, der so gut wie nie False Lashes trägt, sind die mit Sicherheit am Anfang erstmal nichts. Und deshalb hatte ich mir noch andere bestellt, und zwar diese hier von Adele. Eine Abonnentin ist es sogar aufgefallen. Ich habe die nämlich in 2 oder 3 Videos getragen und da hat sie gleich geschrieben, Heidi, deine Wimpern sehen total toll aus, ganz, ganz natürlich, hast du irgendwas gemacht? Und ja, ich habe diese Wimpern hier getragen und zwar verdichten die schön die Wimpern, ihr habt einen schönen Aufschlag und sie sehen eben natürlich aus, also nicht ganz so auffällig wie die von Red Cherry. Hier waren jetzt 4 Stück enthalten, die haben jetzt gekostet 12,96 € und wenn ihr es euch ausrechnet, kommt ihr auf 3,24 € pro Paar und was natürlich viel, viel günstiger ist als diese hier, aber wie gesagt, da habe ich ein Big Fail gestartet. Ich liebe die total, ich habe jetzt das eine Paar hier oben 5-mal schon getragen. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr sie immer schön sauber macht, das ist klar. Also das ist Grundvoraussetzung, dass ihr sie mehrmals nutzen könnt. Und ja, wie gesagt, ich liebe die total, kann die euch wirklich total ans Herz legen. Und wie oft habe ich jetzt total gesagt? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen zu oft. Sorry dafür. Ich habe mir dann noch so eine Pinzette hier bestellt. Da bin ich auch ganz, ganz glücklich, weil die das vereinfacht, die Wimpern aufzutragen. Ihr packt die einfach hier an, die Wimpern, und dann könnt ihr sie euch schön draufsetzen. Gerade für jemanden, der das nicht so oft macht, ist es eine super, super Hilfestellung. Also kann ich euch auch echt ans Herz legen. Ja, dann machen wir mal weiter mit Pinseln. Und zwar muss ich da auch ehrlichkeitshalber dazu sagen, und das mache ich ja immer, Achtung, ja, ich durfte diese Pinsel testen, habt ihr euch auch auf Snapchat gezeigt und ihr wolltet dann unbedingt eine Review dazu sehen, eine kleine Review, kann ich euch dazu abgeben und zwar sind es diese hier, sie sind angekommen hier in diesem wunderschönen edlen Etui, in diesem Lederimitat Etui, so sieht die Verpackung aus. Und zwar nennt sich die Marke 6 Plus und die gibt es eben, wie gesagt, auch auf Amazon. Sonst könnte ich sie ja jetzt schlecht in einem Amazon-Haul zeigen. Ich bin total zufrieden und zwar hatte ich die auch in Nizza dabei. Ich hatte sie jetzt in Italien dabei. Ihr habt 11 Pinsel für alles, wirklich. Um Foundation aufzutragen, um Blush aufzutragen, um zu konturieren hier für die Augen. Und mein allerliebster Pinsel ist dieser hier. Ich zeige ihn euch. Und zwar, also was heißt mein Liebster, ich habe alle super gerne verwendet, aber nur, dass ihr es mal seht, ich finde diesen hier richtig, richtig gut. Und zwar ist er so abgeschrägt, damit trage ich mir immer, seitdem ich dieses Pinselset habe, ja, meine Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade für meine Augenbrauen eben auch. Ich liebe diesen Pinsel und ich habe euch meine 2 anderen einfach jetzt mal fürs Video mitgebracht. Und zwar ist dieser hier von Evelyn. Gut, der ist natürlich auch günstig, aber ich habe euch auch hier die teure Version mitgebracht von Zoeva. Und ja, die sind ja wirklich sehr, sehr teuer von Zoeva. Ich liebe den natürlich auch, aber hier mit diesem Pinselset habt ihr natürlich eine günstige Alternative, denn ich habe es ausgerechnet, pro Pinsel würde das Ganze kosten 3,36 € und da ist das Etui aber noch nicht dabei. Also ja, finde ich richtig, richtig gut. Also insgesamt 36,99 €. Kann ich euch auch ans Herz legen. Wie gesagt, ich durfte es testen und ja, so viel erstmal zum Pinselset. So, und jetzt machen wir mal mit den nicht-kosmetischen Sachen weiter. Und zwar zum einen habe ich mir ein neues Mikrofon bestellt. Das hat knapp 4 € gekostet. Also falls ihr auch YouTuber seid,
Ich, ja, oder einfach ein Mikrofon für eure Kamera braucht, ihr müsst ja jetzt keine YouTuber dafür sein, kann ich euch dieses hier empfehlen, und zwar ist es von König. Es kostet, wie gesagt, nur 4 Euro, aber es ist wirklich richtig gut. Ich habe eins für die Degusta-Box, wenn wir in unserem Esszimmer filmen, weil der Raum ja so groß ist und es halt so ein bisschen. Jetzt habe ich noch eins für den Lissandro bestellt. Natürlich wünsche ich mir auch eins von Rode, aber die kosten eben nun mal ja so ab 100 Euro. Und ja, mal gucken. Vielleicht spare ich mir das Geld zusammen, aber ich finde die richtig gut und hier verwende ich jetzt kein Mikrofon. Und ja, das wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Dann hat Alessandro so ein gutes Zeugnis gehabt und mein Alessandro ist ja ein absoluter Fußballfan und deshalb durfte er sich ein neues Trikot aussuchen, und zwar dieses hier. Ja, warum bestellt sich dieses Kind kein Italien-Trikot? Ich weiß es nicht, aber schaut mal, wie ordentlich er ist. Also jedes Mal, wenn er es trägt, beziehungsweise wenn ich es dann gewaschen habe, legt er es wieder hier rein, und das finde ich so, so süß. Ne? Es hat 47 Euro gekostet, das ist echt nicht günstig, aber für ein gutes Zeugnis kann man das auch mal ausgeben. Und es ist so witzig, weil er hat sich für Messi entschieden. Und wer mir auf Snapchat folgt, weiß, dass ich einen Lissandro da immer total veräpple und sage, hey, Lassie, nee, da steht ja Messi, aber warum steht da nicht Lassie? Und ja, das findet er halt auch immer total witzig. Und ja, damit habe ich ihm eben eine große Freude gemacht, dass ich ihm dieses Trikot von nicht Italien gekauft habe. So, wir machen weiter mit einer richtig coolen Sache. Und zwar, ja, wenn wir schon bei Kinder sind. Und zwar muss ich euch ganz kurz was zeigen. Und zwar dieses Rummikub-Spiel. Wer von euch kennt's? Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Also Rummikub an sich, nicht dieses hier, denn dieses hier ist ungefähr, lasst mich nicht lügen, 25 Jahre alt. Ja, dieses Spiel ist 25 Jahre alt und ich bin total stolz, denn ich habe nicht viel aus meiner Kindheit an Spielsachen, an Heften, Sachen, die man so aufhebt für die Kinder, habe ich leider nicht. Aber dieses Spiel ist mir geblieben, meine Mama hat es mir aufgehoben und meine Kinder lieben es. Wir spielen das ständig, wisst ihr mit Sicherheit auch, wenn ihr mir auf Snapchat folgt, sowieso. Und der Max hat jetzt gesagt, Mama, lass uns mal ein neues bestellen, denn dieses hier, ihr könnt schon sehen, fällt schon fast auseinander. Ich habe es geklebt und so weiter. Also ja, es ist jetzt 25 Jahre alt, wie gesagt. Und deshalb wollte der Max ein neues bestellen, habe ich dann auch eben bei Amazon gemacht. Das war auch reduziert. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel. Ich glaube 15 Euro, bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall lieben wir es. Das hatten wir auch im Urlaub dabei. Alle Kinder in Italien, die zu uns zu Besuch kommen, von den Verwandten, die lieben das auch. Also wir haben es denen gezeigt, wie es geht. Es hat sich natürlich verändert. Es sieht jetzt etwas schicker aus, ne? Mittlerweile ist es jetzt so, dass man hier das ausklappt und hinstellen kann. Bei mir war es halt so, da hat man dann hier so Steckerchen gehabt und konnte das hinstellen. Naja, es hat sich ein bisschen verändert. Es ist jetzt mittlerweile auch eine Sanduhr mit dabei. Aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel an sich kennt, Rummikub. Aber falls ihr Kinder habt, kann ich es euch total empfehlen. Der Alessandro, der ist ja 9, der liebt es auch. Hier ist es empfohlen ab 7. Aber der Alessandro hat es auch schon mit 6 gespielt. Ne? Also ich liebe es. Das wollte ich euch auch unbedingt zeigen, falls ihr noch was für eure Kinder sucht. Vielleicht, ja, haben sie bald Geburtstag oder dann zu Weihnachten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum letzten Teilchen. Ich denke, dass ich euch die 1000-Kind-Bestellung in einem anderen Video zeigen werde, weil ich wieder total viel gequatscht habe. Jetzt kommen wir zu einem Schätzchen für die Küche. Und zwar habe ich mir dieses tolle Teilchen hier gegönnt. Ja, gegönnt deshalb, weil sie wirklich nicht günstig war, diese Pfanne. Und zwar ist sie von Jamie Oliver. Sie hat reduziert, meine ich, 45 Euro gekostet. Warte, ich habe mir es aufgeschrieben. Ne, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Also so um die 45 oder 49 Euro. Richtig viel Geld für eine Pfanne. Aber ihr wisst ja, wie viel ich koche und wie sehr ich es liebe. Und natürlich kann man auch mit einer IKEA-Pfanne kochen, gut kochen. Ich habe auch IKEA-Pfannen, also das ist überhaupt keine Frage. Aber mir macht es doch ein bisschen mehr Spaß, weil es doch nochmal was anderes ist. Also richtig, richtig cool. Ich kann euch die Pfanne echt empfehlen. Hier ist noch die Verpackung, habe ich extra aufgehoben. Mein Gott, ich bin voll der Monk.
Und ja, das war es jetzt erstmal soweit von meiner Amazon-Bestellung. Ich denke, wie gesagt, dass es besser ist, dass ich euch die 1000-Kind-Bestellung in einem separaten Video zeigen werde, weil ich einfach zu viel quatsche. Mein Gott, ich bin echt Italienerin, ne? Wir quatschen echt viele Italiener. Ja, ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei beim anderen Video. Jetzt beende ich das Ganze erstmal zum 10.000. Mal. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls euch irgendwas gefallen hat. Und jetzt würde ich mich total freuen, wenn ihr natürlich bei meinem Schatz Sandy vorbeischaut. Das werde ich jetzt auch auf jeden Fall machen, weil die mich immer anfixt. Und ja, hinterlasst ihr ganz, ganz liebe Grüße von mir, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!